Hi und herzlich willkommen heute zum Thema Esssucht, Therapiemethoden von Esssucht, Stabilisierungsmethoden des Belohnungssystems und eine Frage zu Neurotransmittern, die mich letzte Nacht über Insta ereilt hat. Und zwar heißt es hier, kennst du dich mit Neurotransmittern aus? Habe gerade über Dopamin und Serotonin im Zusammenhang mit L-Tryptophan gelesen und habe dann darüber nachgedacht, ob meine Fressanfälle auch durch einen Mangel an den richtigen Hormonen kommen könnten. Natürlich auch von Zucker- und Fettsucht. Und natürlich auch von allen psychischen Problemen, die aber ja dann letztendlich mit den Neurotransmittern in Verbindung stehen, oder? Kannst du darüber mal ein Video machen? Also ja, das ist natürlich genauso. Die Frage ist da nur, was ist Henne, was ist Ei? Ich cringe immer so, wenn ich höre, Glückshormone, das sind keine Hormone, das sind Neurotransmitter. Da muss ich als Mediziner, muss ich da leider spitzfindig werden. Ich habe kürzlich auch ein Buch gelesen, wo, also es ging halt auch zum Thema Sparen und Frugalismus, wo jemand auch schrieb, das sind Glückshormone, die sogenannten Glückshormone, die dann ausgeschüttet werden. Das sind keine Hormone und das ist auch nicht alles Glücks. Ja, also das ist natürlich so, dass zuallererst die Imbalance im Belohnungssystem vorliegt. Serotonin bei Depressionen, Dopaminprobleme bei Psychosen in erster Linie. Da ist das Dopamin zu hoch, bei den Depressionen ist das Serotonin zu niedrig. Aber Dopamin ist natürlich auch in normalen Mengen, muss ausreichend vorhanden sein, damit wir überhaupt Freude empfinden. Dopamin äußert sich in Form von Kick, in Form von Motivation, in Form von ich krieg den Arsch hoch, hab Lust Sachen zu machen. Und Serotonin äußert sich eher in Form von Zufriedenheit. Und beide Belohnungsbotenstoffe reagieren auf das, was wir essen. Und ich habe es in dem Depressionen-Video letzte Woche schon gesagt. Es gibt da die typische Variante von Depressionen und die atypische Variante. Die atypische Variante ist so, dass man verstärkten Appetit hat und seinen Alltag noch auf die Reihe bekommt. Und das bekommt man dadurch, dass man eben versucht, seine Depressionen mit Essen selber zu heilen. Und da dann eben vor allem Zucker und Fett bzw. hochkalorische Nahrungsmittel, die hochgradig auf das Belohnungssystem wirken. Und wenn man sein Belohnungssystem dann an diese quasi zu hohe Menge Belohnungsbotenstoffe gewöhnt, reagiert es auch extremer darauf, wenn diese wieder abfallen. Daher ist es wesentlich zuträglicher und auch für die dauerhafte Zufriedenheit besser, wenn wir hier ein Gleichgewicht haben. So, und da komme ich dann zu den 5 Sachen, die man machen muss, um seine Esssucht zu heilen. 4 davon überhaupt, um sein Belohnungssystem zu stabilisieren. Das sind auch alles Sachen, die wir im Raus aus der Lustvolle Programm machen, was ich sowohl in meinem Buch Raus aus der Esslustfalle schildere, als auch in meinem Kurs. Also hier ist das Erste, was gemacht wird, auf jeden Fall Frühstück. 500 Gramm Gemüse zum Frühstück, als allererstes. Mir ist es egal, ob ihr das Frühstück um 8 Uhr morgens isst oder um 15 Uhr nachmittags, funktioniert in beiden Fällen. Also wer unbedingt intermittierend fasten will, der kann das machen, auch wenn ich das nicht gutheiße, aber es schadet nichts zur Reparatur des Belohnungssystems. Nicht wirklich. Das hat mehrere Effekte. Zum einen ist der Magen voll, zum anderen reagiert der Magen, da sind Nährstoffe drin. Zum letzten haben wir viel Eiweiß im Gemüse, was L-Tryptophan liefert, zum Beispiel eine Aminosäure, die der Vorläufer von Serotonin ist und damit für Zufriedenheit sorgt. Und das geht im gesamten Programm dann eben auch weiter. Grundsätzlich ist es mir lieber, wenn morgens, mittags, abends gegessen wird oder in regelmäßigen Abständen, sodass man regelmäßig auch Essen gegessen hat, dass man satt bleibt dauerhaft. Denn wer jetzt bis 15 Uhr nachmittags überhaupt nichts isst, der kommt vielleicht auf die Idee, vormittags zu irgendeinem Scheiß zu greifen oder rasenden Heißhunger zu entwickeln und dann, wenn auf der Arbeit Schokolade rumsteht oder jemand Geburtstag hat und einen Kuchen mitbringt, dass man dann dazu greift. Das ist nicht förderlich. Wer satt ist, hat eher weniger Binge-Anfälle bzw. gar nicht. Schritt Nummer 2 und 3 ist das Weglassen von Zucker und Fett, also beziehungsweise das gravierende Reduzieren dessen. Normalerweise können Esssüchtige das nicht. Daher kommt dann das Belohnungssystem ins Spiel und es kommt, also nicht das Belohnungssystem, das Gemüsefrühstück ins Spiel, was das Ganze erleichtert.
Und es kommt auch ins Spiel, dass ich explizit sage, es dauert nur 4 Tage, bis die Gelüste weg sind. Echt, sie sind nach 4 Tagen weg. Es lohnt sich, sich da einfach mal am Riemen zu reißen und das durchzuziehen. Also man braucht wirklich nur 4 Tage Disziplin üben, danach ist das weg. Der Vorteil davon, wenn man es geschafft hat, das wegzulassen, ist dann die Auswirkung auf das Belohnungssystem. Sprich, wir haben nicht mehr die mega hohe Ausschüttung von Dopamin und Serotonin, sondern normale Ausschüttung. In der Zwischenzeit sind dann aber auch schon Schritte 4 und 5 passiert, zu denen ich gleich noch komme, und das Belohnungssystem funktioniert wieder optimaler. Und dann hat man auch diese Stimmungsschwankungen nicht mehr. In der Regel hat man in den ersten 4 Tagen auch so latente Depressionen oder depressive Verstimmung aufgrund dessen. Man hat vielleicht keinen Bock, irgendwas zu tun, man kriegt seinen Arsch nicht hoch, man schläft mehr, man weiß nicht so richtig, warum man das denn überhaupt tut. Aber dann nach 4, 5 Tagen weiß man genau, warum man es tut, weil sich dann alles aufklärt. Es liftet sich ein schwarzer Schleier quasi vom Gemüt und man erkennt wieder, wie schön das alles ist und wie gut man sich fühlt und dass das alles viel besser ist, als was man vorher gemacht hat. Daher Schritt 2 und 3, kein Zucker, nur noch vollwertige Kohlenhydrate und kein zusätzliches Fett, keine zusätzlichen Nüsse, außer einer Paranuss, die ich ja in meinem Raus aus der Lustfalle-Programm erlaube und einem Teelöffel Leinsamen, weil die essentielle Nährstoffe liefern, also in die Paranuss das Selen und der Leinsamen das Omega-3. Kann auch Chia sein. Ja, also das sind Schritt 2 oder 3. Damit holen wir diese Spitzen des Belohnungssystems runter. Und dann kommt Schritt 4 oder 5. Die Lieferung der Belohnungsbotenstoffe quasi optimiert. Schritt Nummer 4 ist vollwertige Kohlenhydrate. Das habe ich schon in dem Kartoffelvideo besprochen, Kartoffel gegen Depressionen letzte Woche. Vollwertige Kohlenhydrate werden langsamer vom Körper aufgenommen und haben damit den Vorteil, dass sie auch langsamer Insulin ausschütten, langsamer und regelmäßiger. Und das Insulin ist dafür da, die Aminosäuren, aus denen die Belohnungsbotenstoffe synthetisiert werden, über die Blut-Hirn-Schranke zu bringen. Also das L-Tryptophan hier in dem Moment auch wieder. Wer in dem Moment, wo er L-Tryptophan eingenommen hat und dann Zucker isst, wer sowas macht, das Einnehmen und dann Zucker essen und dann hat man diesen riesen Insulinspike, dann kommt direkt alles Tryptophan auf einen Schlag über die Blut-Hirn-Schranke, das Belohnungssystem macht auf einen Schlag daraus Serotonin und man hat dann eine halbe Stunde Zufriedenheit und Glück. Und danach, wusch, geht es wieder runter. Und das wollen wir nicht. Wir wollen regelmäßig Tryptophan und Tyrosin für Dopaminsynthese da haben und wir wollen regelmäßig eine Insulinausschüttung haben. Und das wird durch vollwertige Kohlenhydrate gewährleistet. Und Punkt 5 ist dann natürlich die ausreichende Bereitstellung von den Vorläufern der Belohnungsbotenstoffe, also von Tryptophan und Tyrosin. Das Zeug sind Aminosäuren. Und Aminosäuren sind Eiweiß. Daher wird im Raus aus der Lustfalle-Programm und auch zur Reparatur des Belohnungssystems muss ausreichend Eiweiß gegessen werden. 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist das Minimum. Meinetwegen auch mehr, nicht mehr als 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Auch hier eher aus vollwertigen Eiweißsorten. Dieses ganze Verarbeitete und Isolierte, das macht es uns eigentlich immer so schwer, dass unser Körper da nicht mehr adäquat darauf reagieren kann. Denn Sättigung kommt ja zum einen ja durchs Belohnungssystem, zum anderen aber wie gesagt auch durch die Rezeptoren im Magen, auch im Darm. Da werden die unterschiedlichsten Botenstoffe und auch Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet, die dem Hirn an anderer Stelle signalisieren, dass genug da ist, aber eben auch über diese Belohnung. Und in der Regel haben wir von Magendehnung und Nährstoffdichte zu wenig verglichen mit dem, was unser Belohnungssystem noch fordert, weil wir so hochkalorische Nahrung gewöhnt sind. Und dann macht es uns Probleme. Und dann fasten wir und je mehr wir fasten, beziehungsweise halten Diät, und je mehr wir fasten oder Diät halten, kriegen wir wieder Appetit auf andere Sachen. Und so ist das. Also, Gemüsefrühstück, Zucker und Fett weglassen. Eiweiß essen und vollwertige Kohlenhydrate essen. So repariert man sein Belohnungssystem. Die letzten 4 gelten für alle Süchte, wie Kathleen de Mason ja auch gezeigt hat. Das hilft auch, wenn man Alkohol oder Nikotin oder sonst was abhängig ist. So, und ich muss jetzt Schluss machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Näheres dazu gibt es auch nochmal in meinem Webinar. Das findet statt nächste Woche Donnerstag.
Nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr zum Thema Hilfe, ich kann nicht aufhören. Esssucht und emotionales Essen verstehen und überwinden. Es ist kostenlos, es ist live, außer dass es sein kann, dass ich aufgrund Kind da einen Teil eines Videos abspiele, des Vortrags, den ich ja schon mal gehalten habe. Guck mal, wir sind Zwillinge. sodass ich da nicht so viel Risiko habe mit Unruhe und sowas. Gut, das war's. Ich sag ciao, bis Donnerstag. Macht's gut, eure Silke.